1000 für den Imperator. Der YouTube-Kanal in Kooperation mit Kraken Wargames und Games Island. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Ich bin Anna, das ist Stefan. Und das hier ist unser Yay 5000 Abonnenten Video. Genau, dass wir die 5000 Abonnenten überschritten haben, macht uns natürlich wahnsinnig glücklich. Ich habe vorhin schon mit Anna gesprochen, es ist einfach ein wahnsinnig unwirklicher Moment, irgendwie dahin gekommen zu sein, weil, ja, ne, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal gesagt, wir aus einer Laune raus diesen YouTube-Kanal angefangen haben und wir einfach so happy sind, dass so viele Leute uns da jetzt folgen, unsere Videos anschauen und, keine Ahnung, so reichlich diskutieren, mit uns quatschen, auch am Discord. Das ist schon ganz, ganz toll einfach und ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Gefühl. Insofern vielen Dank an euch alle, die ihr da draußen entsprechend mitgemacht habt und immer dabei seid und vor allem auch mal wieder sprecht. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Freut mich sehr. Das Glück teilen wir auf jeden Fall dieses Mal mit euch und zwar... Ja, in Form eines Gewinnspiels. Wir haben nämlich vom Games Island, unserem Sponsor, die Space Wolves Range zur Verfügung gestellt bekommen, um sie an euch zu verlosen. Das ist einmal das Combat Patrol, dann der Codex, einmal die Karten und natürlich die Würfel dazu. Also, wenn ihr schon immer mal Space Wolves spielen wolltet oder schon eine Armee habt oder einfach nur Bock habt, was zu gewinnen, wie das genau geht, erfahrt ihr am Ende vom Video. Es ist mega schlimm, es ist kein Wolf drin. Ich will nur, dass jeder nicht so enttäuscht ist wie... Ich hab erwartet, dass da ein Wolf drin ist. Irgendwie... Ja. Schon, ne? Aber ja. Stattdessen ist ein riesiger Battlemech drin. Genau. Was ist sonst noch neu bei uns? Wir haben einmal unseren Spreadshirt-Shop. Ich hätte es vom Spiegel üben sollen. Spreadshirt-Shop. Genau. Dort findet ihr alles Mögliche. Ihr könnt dort T-Shirts mit unserem Logo kaufen, Kaffeetassen oder... Mauspads. Genau, wenn ihr da Bock drauf habt. Und der Link ist unten in der Beschreibung, genau wie für die anderen Sachen, die wir neu gemacht haben. Ja, denn schon seit einiger Zeit eigentlich haben wir auch einen Podcast, in dem ihr alle unsere längeren Folgen, die jetzt keine Battle Reports sind, nochmal nachhören könnt. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Genau. Und zuletzt war eine Frage, die auch ganz, ganz häufig aufgekommen ist, ob man uns unterstützen kann. Und die Antwort lautet ab heute ja. Wir haben eine Kanalmitgliedschaft für alle Leute, die sagen, hey, 1000 für den Imperator ist so geil, wir wollen euch im Monat 1,99 da lassen. Wir freuen uns dann natürlich sehr. Kanalmitglied wird man, wenn man irgendwo hier unten klickt, da steht Kanalmitgliedschaft. Genau. Als kleines Benefit haben wir da eingerichtet, dass wir uns natürlich von den Kanalmitgliedern sehr, sehr gerne Themenvorschläge anhören und schauen, dass ich die dann in Form eines Why is it cool oder eines ein anderer Blick auf umsetze. Genau. Ansonsten ist eine Sache, die wir immer ganz, ganz krass eigentlich hatten, dass 1000 für den Imperator nicht eine Person ist oder auch nicht zwei oder drei, sondern dass es so eine riesige Gruppe an Menschen ist, die alle wahnsinnig, wahnsinnig viel arbeiten und ihre Freizeit dahergeben, damit das alles läuft. Ne? Wir haben eben, wie gesagt, den Podcast, unser Discord wird moderiert. Wir haben Menschen, die sich nur im Hintergrund um die Technik kümmern. Und wir das tolle neue Logo designt hat. Genau. Oder es animiert hat oder all das davon. Das war wirklich einfach eine Schweinearbeit. Und wer all diese Menschen sind, das würden wir euch jetzt gerne einmal zeigen. Hallo, ich bin Karl. Auf dem Channel mache ich hauptsächlich Battle Reports zusammen mit Alex, Clemens und Raphael. Und nebenbei verfolge ich noch ein paar eigene Videoprojekte, die ihr hoffentlich auch bald zu sehen bekommt, je nachdem, wann ich damit fertig werde. Im Hintergrund bin ich für eine Menge technischer Kleinigkeiten verantwortlich, wie zum Beispiel die Animationen, die ihr eingangs gesehen habt. Und außerdem mache ich zusammen mit Daniela Audiobeiträge für den Channel und Aufnahmen für Videos an verschiedensten Ecken und Enden. Mein Name ist Jörg. Meine Stimme kennt ihr vielleicht schon von dem ein oder anderen Let's Talk About oder Why is it cool? Außerdem baue ich für den Kanal Sounddateien wie zum Beispiel das Intro. Und obendrein manage ich auch noch den Spreadshirt Shop, wo ihr unsere wunderschönen T-Shirts und anderen Merchandise-Produkte kaufen könnt und bringe alte Why is it cool und Let's Talk About Folgen auf unseren Podcast. Hi. Ich bin Olli. Ihr kennt mich bestimmt aus 1000 für den Imperator Produktionen wie wir packen die Indomitus Box aus oder wir machen einen Crusade Spielbericht oder jetzt ganz neu die Infinity Sachen mit Gregor. Ja, super geil, 5000 Abonnenten. Ich freue mich riesig, dass das, was wir hier produzieren, euch gefällt. Und in Zukunft wird es von mir wahrscheinlich weniger hiervon geben. Das Buch ist nämlich Grütze. Und wahrscheinlich mehr hiervon. Das Buch ist nämlich geil. Das heißt, bis der nächste Tau-Kodex rauskommt,
bin ich, wie Tim so schön gesagt hat, ganz tief im Infinity-Kaninchenbau verschwunden. Ich hoffe, das gefällt euch. Und ansonsten bleibt dran. Wir machen weiter für euch. Macht's gut. Hallo, ich bin Ellie und für 1000 für den Imperator seht ihr mich das ein oder andere Mal in einem Spielbericht. Außerdem bin ich hinter den Kulissen dabei, Studioarmeen oder Gelände mitzubemalen. Hi, ich bin Gregor. Ich gehöre wie die anderen auch zu 1000 für den Imperator und ich mache hauptsächlich die Sachen zu Infinity, hier nun wieder was zu Why Is It Cool und die ersten Folgen Let's Talk About zu den Legionen sind so ein bisschen auch auf meinem Mist gewachsen. Da wird es in absehbarer Zeit auch weitere Folgen geben. Gut. Hallo zusammen, ich bin Gero und habe bei 1000 für den Imperator bisher Videos über Geländebau gedreht und bin auch eher bei Killteam zu finden. Ansonsten werdet ihr mich sehen bzw. hören, weil ich Sprecher für Intros, Videos oder Fluff bin. Bis später. Servus, ich bin der Max. Für 1000 für den Imperator mache ich Spielberichte und zusammen mit dem Benny die Schola Technica. Und im Hintergrund sorge ich dafür, dass ihr unsere Videos auf YouTube und Google auch findet. Hallo zusammen, ich bin Tim von 1000 für den Imperator. Von mir stammt die Idee für die ursprüngliche Malgruppe, bevor wir Social Media erobert haben. Im Kanal nehme ich ab und zu mit Gregor die Dark Ages of Wargaming auf, wo es um alte, hauptsächlich GW-Spiele bisher geht. Wir werden noch mal gucken, ob wir da auch andere Spiele aufnehmen. Ansonsten nehme ich ab und zu Spielberichte auf, demnächst auch mit einer Crusade-Kampagne. Und ab und zu mache ich auch Lore-Videos. Aber da müsste ich eigentlich viel mehr von machen. Freut mich, dass ihr uns zu 5000 Teilnehmer gebracht habt. Vielen Dank dafür. Hallo, ich bin Vanessa und ich sorge hinter den Kulissen dafür, dass ihr uns immer sehen und hören könnt. Moin Leute, ich bin Sascha. Aktuell bin ich bei 1000 für den Imperator als Administrator für den Discord tätig. Vielleicht sieht man mich in Zukunft in einigen Battle Reports, wir werden es sehen. Ich freue mich jetzt. Hallo, ich bin Leo und bin, wie Sascha auch, ein Administrator für den Discord. In Zukunft wird man mich auch in anderen Projekten des Channels sehen und hören können. So, jetzt müssen wir euch natürlich noch verraten, was ihr machen müsst, um das hier zu gewinnen. Und zwar? Ja, genau. Tatsächlich ist die Sache so, ich habe mir alles zu diesem Video überlegt und die ganzen Videos, die ihr gerade gesehen habt, eingesammelt. Was ich mir nicht überlegt hatte, war, was man machen muss, um zu gewinnen. Es geht natürlich dasselbe wie immer. Abonniert gerne unseren Kanal. Wir freuen uns, wenn wir es noch auf 6000 Abonnenten vor Weihnachten schaffen. Mal gucken, ob das klappt. Lasst ein Like da, aber das Allerwichtigste ist, wir ziehen unter den Kommentaren den Sieger und wir machen es einfach so, ihr gebt einen Satz von euch, der irgendwas mit Lehman Russ zu tun hat und der Rest ist völlig eurer Kreativität überlassen. Das werde ich bereuen, oder? Oh, ich glaube schon, ja. Aber ich bin wirklich gespannt, was euch einfällt. Macht, dass ich es bereue. Und wehe, irgendjemand schreibt Lehman Russ. So wie Mathe. Nee, so Grammatik wäre schon cool. Grammatik wäre gut, alles klar. Schauen wir mal, wie es läuft. Genau. Also, noch einmal von unserer Seite, tausend Dank. Es ist wirklich eine großartige Reise bis hierhin gewesen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.